Wie heisst du? Katja Bösch. Stell dir mal vor, es ist viel besser, Katja, wenn du deine Haare weg hast, als wenn du deinen Hausschlüssel weg hast. Weißt du, was gibt das für Regeln, wenn der Hausschlüssel weg ist? Schon. Aber wenn die Haare weg sind, gibt es auch Ärger. Mit wem? Mit dem Vater. Wieso? Weil der Coiffeur ist. Ah, der ist Coiffeur? Ja, das ist ja ideal, was willst du noch mehr? Was soll ich machen? Ja, du kommst gerade in Schaufest. Die Leute werden Schlangen stehen bei deinem Vater. Da kann man ja immer, weißt du, man kann machen vorher, nachher. Vorher mit dem Strich drin und nachher mit dieser wunderbaren Kurzhaarfrisur. Was meinst du? Soll ich was mit der Haaren machen? Ich weiß nicht. Du musst es wissen. Das ist ein bisschen kritisch, hä? Soll ich die Haare haben? Nein, nicht die ganze, nur den Streifen. Dann kommt doch hier hin. Genau, dann kann sie hier hin. Mal, probier mal mit dem Scheitel. Probier mal den Scheitel hier rüberzunehmen. Mal gerade ausprobieren, wie es aussieht. Sehe ich nichts. Sehe ich nichts. Das ist super, super. Aber da haben wir jetzt wieder das Problem, dass es rauswächst. Dann müssen wir da dann auch noch innen sagen. Also wenn du nochmal spielen willst, könnte man das dann machen. Ja. Ja, man sieht nichts. Da, das, du den Scheitel wieder, wie du ihn gehabt hast, dann können wir da reinfräsen. Wollen wir es probieren? Ja, von mir aus. Ja, dann erlebst du schon etwas, oder? Cool, also. Ich muss dir aber helfen. Wir sind alle davor rennen. Jetzt die Haare reinfräsen, du. Das machst du mir noch frisch. Was macht in Japan 10% von der Nahrung aus? A. Walfleisch, B. Algen. Wo? In Japan. Guck mal, jetzt musst du mal hinter dich schauen. Nur mal hinter. In die andere Richtung sind zwei Japanerinnen. Willst du sie schnell fragen? Sorry. Ja, ich würde sie schnell fragen. Das ist deine Chance. Ich frage. Gut. Kann ich dir jetzt übersetzen? Ja. Also, sind die Japanerinnen? Ja. Ich habe eine Frage. Was macht 10% der Nahrung aus? A. Walfisch oder B. Algen? Was ist das in Japan? 10%. Ja, Japan. Was ist 10% von deinem Food in Japan? Was ist der meiste Fisch? The big fish, you know, walfish? Tuna, yeah, like this, bigger. Or seafood, you have. Yeah. You do it on the sushi. Yeah. Mm-hmm. The last part from sushi. Yeah. What's 10%? Fish or the other one? 10%? Sushi. No, you know the green thing on the sushi. Ah, wasabi. Algic. Algae. Yeah. Algae. Is 10% from the food or fish? From your food in Japan. They prefer fish. Yeah, I prefer fish. Especially old people prefer the fish. Yeah. The younger people prefer meat. Mm. Okay. Yeah, anyways. Sag etwas. Was ist es? Walfleisch oder Algen? Walfleisch, falsch. Das sind Algen. Dürfst du noch Sie raussuchen? Darf man zuerst schauen? Nein, kannst du einfach da schauen. Nimm einfach einen. 1, 2, 3, 4. Nein, ich glaube nicht. Kennst du das Geräusch? Ja, dein Vater ist ja gewaffnet, dann müsstest du das Geräusch kennen. Nein, der bringt mich um. Nein, warte jetzt, ich kann noch nicht. Nein. Er hat gesagt, der bringt mich um. Dein Vater, wie heisst er zum Vornamen? Kurt Bösch. Kurt, tut mir leid, ehrlich Kurt. Nein, wirklich, es ist mir unangenehm. Oh, er funktioniert nicht. Also, Frage Nummer 2. Wie heisst der Lehrer vom Tomb Raider Star Lara Croft? A. Mr. T. B. Mentor von Croy. Ich Mr. T. Kann sein, dass es ein Schreibfehler ist bei mir. Aber ich glaube es nicht. Es ist B. Mentor von Croy. Nein. Ah, 1, 2, 3, 4. Weißt du, für mich ist es viel schlimmer als für dich. Du hast eine Waffe daheim. Ja, gleich. Ich nicht. Weißt du, schimpft es mit mir? So eine Schäm. Jetzt machen wir ohne Theater, fräsen wir einfach rein. Ah. Glück, du. Jetzt musst du aber mal eine Frage richtig machen. Ja, ey, helfen wir mal.
Wie heisst die Längsseite vom Schiff? Schiff, hä? Längsseite. A. Breitseite oder Langschiff? Breitseite. Oh. Gott sei Dank. Jawohl, stimmt. Frage Nummer 4. Warum ist Butter gelblich? Butter ist ja ein bisschen gelblich, oder? A. Weil im Gras gelbe Farbe vorkommt. Oder B. Weil sie mit Lebensmittelfarbe ein bisschen eingefärbt wird, damit man sie vom Schmalz unterscheiden kann. Also das ist A. B. B? Mhm. Sag nur deine Meinung. A. Ja, komm, sag sie deine Haare. Ja, eben, es sind meine Haare. Ah. Ah. Stimmt. Oh. Letzte Frage, 300 Franken. Zu welchem Land gehört Insel Disco? A. Griechenland, B. Dänemark. Es ist gerade heute beim Test vorgekommen. Also, es gehört nicht zu Dänemark. Griechenland. Griechenland. Also dort, wo der Diskuswerfer herkommt. Oder? Die Insel Disco und der Diskuswerfer, der so Diskus wirft. Wie heisst euer Geografielehrer? Das ist Schenker. Aber wir haben das nicht im Test gehabt. Aber sie hat es euch beigebracht. He? Geografie? Ja. Macht sie mit Gisela Schenker. Ja. Gisela Schenker, du bist jetzt aber wirklich eine Riesenwurst. Es ist unglaublich. Was bringst du denn deinen Kind bei? Jetzt muss ich ihr das Haar abschneiden am Schluss. Also wenn, ist also Gisela Schenker die schuld. Geografielehrerin. 1, 2, 3. Welche? Risiko. Welche? Ja, das überlegen wir eben noch. Das ist ein Krimi. Es ist ein Krimi. Noch 3 Rasierer. Und nur ein paar Haare. Also. Ein Entscheid. Und dann schaust du dazu. Wie heißt dein Freund? Fabio Frigano. Fabio, ist das nett? Ja, sehr. Wie lange bist du mit ihm zusammen? Jetzt eine Woche. Eine Woche? Aha. Ja gut, also wenn er würde funktionieren, wäre es nicht so schlimm. Weil er kennt dich ja noch gar nicht richtig so. Hoffentlich ist er nicht traurig. Nein, ich meine, wenn du eine Woche zusammen bist, habt ihr ja wohl immer geküsst und euch nicht angeschaut, oder? Mal probieren mal. Nein. Du musst nicht davor laufen, sonst mache ich noch einen Schnitt da drin. Nein! Meine Haare! Schau mal, aber schenken wir doch die. Nein, du musst ihm schenken. Weißt du, wie freut er sich, wenn er Haar hat von dir? Schau, jetzt machen wir so den Scheitel da rüber. Sieht man nicht mehr, man sieht es nicht mehr. Und sagst du deinem Vater einen Gruß und der Geografielehrer? Kannst du also wirklich sagen, dass es eine Wurst? Dänemark! Ja! Ah! Das kommt dann aber noch gut, hä?